Koordiniertes Feuern. Das Fliegerleitpersonal bei der Einsatzvorausbildung in Baumholder. Die Möglichkeit, kurzfristig Feuerunterstützung durch Artillerie, Kampfhubschrauber oder Kampfflugzeuge anfordern zu können, ist spätestens seit dem Beginn des Einsatzes in Afghanistan überlebenswichtig. An der Artillerieschule der Bundeswehr werden Soldaten innerhalb von 3 Wochen für den Ernstfall trainiert. Den Abschluss bildet eine 2-tägige Übung, erstmalig mit amerikanischer Beteiligung. Truppenübungsplatz Baumholder, 8 Uhr. Kurz vor Übungsbeginn, die Teilnehmer werden einzeln in die Sicherheitsbereiche eingewiesen. Wie im Einsatz führen die Verantwortlichen ihre jeweiligen Waffensysteme aus einem Fennec. Das Übungsszenario entspricht der Lage in Afghanistan. Das Feuerunterstützungsteam hat die Aufgabe, Ziele mit hinreichender Genauigkeit zu orten und das Feuer ins Ziel zu lenken. Für die FACs, also die Luftwaffenspezialisten, ist das hier die Prüfung für Afghanistan, ob wir einsatzbereit sind. Und an sich, dieser Lehrgang soll uns Hilfsmittel an die Hand geben, Artillerie und Luftwaffe sicher füreinander einzusetzen, gegen ein gemeinsames Ziel. 2 Fennec bilden jeweils ein Fire Support Team. Einer führt die Waffensysteme Boden, heute also die Panzerhaubitze 2000, der andere die Luftsysteme, also Bo 105, Apache und Tornado. Die Abstimmung zwischen beiden muss daher sehr eng sein, um die Waffensysteme zeitlich in Flug- und Wirkhöhe sowie der Richtung zu koordinieren. Was wie eine Knobelaufgabe klingt, ist im Einsatz bitterer Ernst, von dem Menschenleben abhängen. Das ist auch der Grund, warum die Artillerieschule regelmäßig einen solchen Aufwand betreibt, erklärt der Leitende. Sicherlich kann man Teile des Lehrgangs auch simulatorgestützt ausbilden. Es hat sich aber gezeigt, immer wieder, dass gerade der scharfe Schuss auch unter Einbindung von Hochwehrmitteln wie Kampfflugzeugen und Kampfhubschraubern nicht zu ersetzen ist. Die Lehrgangsteilnehmer werden in Situationen gestellt, in denen sie Entscheidungen treffen müssen, koordinieren müssen und dieses unter Zeitdruck. Dies können sie richtig und effizient am Schluss nur im scharfen Schuss machen. Der Tag schreitet voran. Die Aufgaben werden immer schwieriger für die Auszubildenden. Endlich! Die amerikanischen Apache-Kampfhubschrauber sind vor Ort. Die Herausforderung? Es gilt, die US-Hubschrauber mit Artillerie und Tornado zu koordinieren. Und das geht nur in gutem Englisch. Der große Augenblick. Als erstes kommt der Beschuss der Artillerie, um die imaginäre Flugabwehr zu zerschlagen. Dann folgt der Angriff der Tornado gegen Stellungen. Zum Schluss kämpft die Apache die übrig gebliebenen Fahrzeuge mit der 30mm Kanone. Geschafft! Die Ziele wurden erfolgreich bekämpft, alle Waffensysteme sauber koordiniert. Die Lehrgangsteilnehmer haben ihr Übungsziel erreicht. Bereits in Kürze werden sie als Fliegerleitpersonal in Afghanistan eingesetzt.